Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dread Out Keepers of the Dark. Wir sind kurz vor dem Finale. Wir wollen nämlich heute in diese Tür da reingehen. Und wegen den Kerzen. Ich habe alles fertig, ich weiß es genau. Aber aus unerklärlichen Gründen sind die Kerzen nicht weg. Weil irgendwas schiefgelaufen ist, aber das ist egal. Wir gehen jetzt einfach in diese Tür rein und gucken, was uns erwartet am Ende. Und ich freue mich drauf, ich habe keine Ahnung. Kotzbad kann man mal machen. Was das Ganze bringt, weiß ich jetzt nicht. Alles rot. Oh, Keepers of the Dark. So ein Zufall, so heißt ja das Spiel. Das ist gerade dezent laut. So, ich habe ein bisschen leiser gemacht. Ja, ich werde auch nicht easy on you gehen, ey. Huch. Fängt ja direkt gut an. Ich glaube, ich muss das Spiel doch wieder lauter machen. Ich glaube, wir sind ja echt in der Kanalisation oder so. Das ist auf jeden Fall richtig ekelhaft. Ich überlege gerade, ob ich die andere Kamera nehme. Aber bis jetzt ist ja eigentlich alles easy. Wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, wer genau mit uns redet. Ich habe immer noch das Gefühl, dass es was mit der Lehrerin zu tun hat. Aber vielleicht ist es einfach die aus dem ersten Dreadout. Das kann natürlich auch sein. Und hier sind Totenköpfe an der Wand. Das ist wieder so... wunderschön. Das freut mich. Wonderful. Die Frage ist nur, ob ich überhaupt richtig gehe. Aber solange hier noch Geister kommen... Ich habe zwei auf einen Streich getötet. Das müsst ihr erstmal hinkriegen. Huch, man verläuft sich hier ziemlich gut. Aber ich glaube echt, dass ich richtig bin. Ich glaube es aber nur. Können die mich überhaupt killen? Wollen die mich überhaupt killen? Hat sie nicht gesagt, sie geht nicht easy on me? Sie wird mich also richtig hart rannehmen? Ist alles so schleimig hier. Aber dann flutscht das wenigstens hier. Kommen wir besser durch. Ich glaube, wir sind richtig. Es wird immer enger. Das ist nicht gut, diese Zweideutigkeit. Das ist überhaupt nicht gut. Gott, was ist denn das hier? Das ist ja richtig ekelhaft. Lindas ganze Klamotten sind schon voll gesifft. Sind das Leichen? Ich glaube, das sind Leichen. Bin mir aber gerade nicht sicher. Es ist doch nur ein Bild. Soll das Leichen sein oder ist es angemalt? Falls das echt sein soll, ist das ziemlich schlecht animiert. What the fuck? Huch, geht's jetzt doch ein bisschen ab hier oder was? War sie das? Ich bin gerade leicht verwirrt, Leute. Weil man... Nein, ich komm nicht. Wo denn? Zeig dich. Oder ich gehe weiter. Kannst du nichts gegen machen. Es sei denn, hier ist gleich eine Sackgasse, weil du das so willst. Wahrscheinlich müssen wir sogar weglaufen. Ziemlich ekelhaft. Ich habe mir das Ende aber ganz anders vorgestellt, aber wir sind da noch am Anfang vom Ende. Wer weiß, wie lange das jetzt geht. Hello? Oh, immer diese Abzweigung. Vielleicht ist es einfach so, dass es scheißegal ist, wo wir lang gehen. Wahrscheinlich bin ich sowieso schon im Kreis gelaufen. Vielleicht aber auch nicht. Das ist gerade ziemlich... Ob hier kommen keine Geister mehr, das ist nicht gut. Sobald ein Ge ist das derselbe Totenkopf? Falls ja, dann scheiße. Ich glaube, das ist echt derselbe Totenkopf. Ja, es ist alles dasselbe. Hier bin ich doch schon lang gelaufen. Oh Mann. Okay. Links oder rechts? Das ist die Frage. Ich gehe diesmal rechts, weil ich glaube, ich bin das andere Mal geradeaus gegangen. Beziehungsweise links. Obwohl, es gab kein links, also doch geradeaus. Vielleicht finden wir hier irgendwas anderes noch. Hier klimpert doch irgendjemand mit einem Schlüssel. Habe ich eine Aufgabe? Gucken wir mal nach. Habe ich hier irgendwas, was da steht? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber, das ist gar nicht schlimm. Wir werden das hinbekommen.
Links oder rechts? Leute. Hebt eure Hände und leitet mir eure Energie. Damit ich weiß, ob ich rechts oder links gehen soll. Und ich gehe einfach rechts. War ich hier schon? Ach, da fliegen permanent Kakerlaken rum und so. Das sehe ich ja jetzt erst. Ist ja geil. Ja, gut, dann wird diese Folge nur daraus bestehen, dass ich eine Stunde lang im Labyrinth mich verirre und rumlaufe. 6,5 Stunden später. Also, ich glaube, den Totenkopf werden wir noch öfter sehen. Hier bin ich doch auch schon lang gegangen. Was ist das? Gut, ich habe mich jetzt... Wir sind jetzt zum dritten Mal. Zum dritten Mal sind wir jetzt an diesem Totenkopf vorbeigekommen. Ich glaube, ich mache so einen Totenkopf-Counter unten rechts. Damit wir die Übersicht behalten können. Wie oft ich da noch langlaufen werde. Vielleicht werde ich da auch gar nicht mehr langlaufen, weil das eventuell jetzt sogar richtig ist, wo ich langlaufe. Aber da sind wir doch vorhin schon langgelaufen. Oh, Linda, du bist so eine Sau, ne? Du bist so vollgesaut. Ey, geh bitte duschen. Natürlich. Willst du mir damit sagen, dass ich dich nur sehe, wenn ich durch die Kamera gucke? Oh, die ist ja doch gar nicht so hässlich. Sie ist auf jeden Fall hier. Die Frage ist, ob wir sie hier auch besiegen müssen. Ein Cheeseburger wäre jetzt nicht schlecht. Ja, du unterhältst mich auch so richtig gut. Oh, du heilige Scheiße. Kannst du mal aufhören, solche Geräusche zu machen und zeig dich jetzt mal bitte. Warum eigentlich Keepers of the Dark? Was versteckst du hier, ne? Oder versteckst du die Dunkelheit und willst mich eigentlich retten? Das wäre natürlich auch mal ein Plot-Twist. Ich kann natürlich auch jetzt noch hier weiter rumlaufen. Oder du kannst mich von hinten nehmen. Gehen wir mal ein Stück weiter. Vielleicht finden wir noch irgendwas. Irgendeine Kleinigkeit. Irgendwas, was wir eventuell übersehen haben. Wir können natürlich auch einfach mal in eine andere Richtung gehen, als wir sonst gegangen wären, sind, whatever. Nur habe ich gar keinen Plan, wo ich lang gehe. Das ist einfach so ein Labyrinth des Grauens, des Todes, der Verfluchten, der Dunkelheit. Keepers of the Dark. Willkommen zu Let's Play Dreadout. Keepers of the Dark. Ja, das ist es. Und ich habe das Gefühl, hier. Hey Leute, ich habe mal was geschafft. Die ist ja gar nicht mal so hässlich. Das ist halt so eine Nymphe, oder? Nymphomane wäre jetzt wieder falsch. Hallo, Mr. Totenkopf. Ist das derselbe? Fuck off. Verfolgt sie uns jetzt? Kannst du mal die Klappe halten? Oder zeig dich am besten. Huch, das sah gerade voll geil aus. Aber leider ist es nur ein Rotzfaden, der von der Decke runtergammelt. Ich habe echt das Gefühl, ich laufe hier die ganze Zeit im Kreis. Ich habe keinen Plan, wie ich hier wieder hingekommen bin. Ah! Ja, interessant, finde ich auch. Anscheinend verfolgt sie uns doch nicht. Vielleicht müssen wir sie verfolgen. Ach, die geht ja da durch. Stimmt, die kann ja da durch. Da kommt die Stimme her. Irgendwo hier ist sie. Wir folgen einfach der Stimme. Hör auf die Stimme. Hör, was sie sagt. Oder so. Ich kann auch einfach gehen. Okay, die zählen nicht. Die zählen schon mal nicht. Das sind andere Totenköpfe. So langsam ist... Ich weiß auch gar nicht gerade, bei wie viel wir sind mit dem Totenkopf, aber 5 vielleicht? 6? 4? Irgendwie sowas? Ich hab keine Ahnung. Ja, ich auch. Nein, eigentlich nicht, aber du kannst jetzt mal herkommen. Ich meine, wenn der Bildschirm rot wird, dann kann das so richtig sein. Jawohl. Gib's mir von hinten. Jetzt gebe ich es dir von vorne. Wo geht ihr denn lang? Ich glaube, wir müssen echt einfach rumlaufen und sie einfach finden. Weil immer, wenn der Bildschirm rot wird, wissen wir, dass sie in der Nähe ist. Dann gehen wir da einfach hin, knipsen sie einmal ab
und finden sie beim der nächsten Area 51. Oh, wir müssen zurück. Oder? Ah, nein. Vielleicht bewegt sie sich auch. Das kann halt. Okay, wir sind doch. Ja, ja. Ja, nein. Null. Hä? Ihr habt das doch gerade auch gesehen, oder war ich das? Ja, ist klar. Ja, jetzt hab ich dich, ne? Bist du jetzt tot? Hey! Oh! Hey, tut mir leid, du warst nicht gemeint! Holy shit! Bist du bescheuert? Frisst du mich jetzt? Hör, kann ich irgendwas machen? Linda, du möchtest doch nicht verspeist werden von einer Krokodilfrau, oder? Wie soll ich dir denn fotografieren? Alles klar, Plan B, weglaufen. Plan C wäre eventuell einfach zu sterben. Oh, ich hab sie getroffen. Oh, sie hat mich auch getroffen. Sie steht direkt vor mir. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen, wer sagt das eigentlich noch? Ich bin gleich tot. Linda, lauf. Ey, sieht das hier anders aus? Nee. Bildschirm ist ein bisschen grau. Ist noch hinter uns. Hi. Oh. Oh. Ey, auch ein Dotz ist auch. Wisst ihr was? So. Bam. Wir haben jetzt die Kamera. Oh, jetzt sehe. Fuck, ich sehe ja gar nichts mehr. Ah! Scheiße! Ah, okay, das ist gut. Okay, es ist nicht gut. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich eine gute Idee ist. Vielleicht sollte ich auch einen Gut-Counter machen. Aber nee, das lasse ich lieber. Warum? Das Licht geht eben nicht an. Ich glaube, ich sollte echt zur anderen Kamera wieder wechseln, weil ich sehe permanent nichts. Und BAM! Wir nehmen die andere. Da haben wir wenigstens Licht. Obwohl, jetzt gerade habe ich nicht wirklich viel Licht. Umdrehen und knipsen! Wir müssen echt die Gänge nutzen. Erstens, damit sie nicht zur Seite springen kann. Und zweitens, damit sie uns nicht permanent... genau das. Und ich glaube, ich sollte gleich mal weglaufen, weil ich gleich tot bin. Der Bildschirm ist nämlich schon grau. So richtig grau. Das ist nicht gut. Ich brauche wieder Farbe! Linda, rennen! Oh Gott! Linda! Nein! Nein, nein, auch nicht schon wieder er, ey. Und, hallo? Bist du noch hinter mir? Ah, ein Handy kann unter Wasser einfach so überleben, ne? Ich könnte natürlich einfach hier hingehen, ein Foto machen! Ist sie noch hinter uns? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube doch! Ich glaube, oh Gott! Ja! Ja! Was habe ich denn getan? Wo muss ich jetzt lang gehen? Das war die Lehrerin, 100%. Das war ich, 100%. Oder 80. Kriegt sie jetzt den Flashback ihres Todes? Was das war, weiß ich nicht. Mami? Ach, sie schon wieder. Eigentlich ganz hübsch. What the fuck? You are ready. Now go. Prove that you are indeed worth the promise you made to us. Das ist ja noch eine Tür. Ich bin gerade leicht überwältigt. Krass.
kommt jetzt so ein... Ich glaube, jetzt kommt so ein richtig krasser Boss. Okay, seid ihr bereit? Ich nicht. Das war unsere Freundin. Die Lehrerin war das die ganze Zeit! What? Ja, das Spiel ist vorbei. Es war richtig krass. Ich fand das krass. Ich fand das gut. Ich hoffe, dieses Let's Play hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Let's Play auch mit dabei seid. Und bis dahin, ciao.